Moin Leute, willkommen zurück zum neuen Elden Ring Video. Heute zeige ich euch, wo ihr alle Gemälde findet und das dazu passende Item. Das erste, das hatte ich letztes schon mal gezeigt. Ihr müsst erst hier Hütte des Künstlers. Wenn ihr hier seid, dann ist hier das erste Gemälde. Das müsst ihr einfach ansprechen. Und im Gemälde seht ihr auch schon, wo ihr hin müsst. Zu so einem Ort, wo so Grabsteine sind. Und die findet ihr. Dann geht ihr zur Ruine an der Küste. Ah, Lost, ich glaube, hier ist richtig, ne? Genau, Ruin an der Küste. Und dann hier lang. Und dann ist hier der Grabstein, genau. Da ist der Grabstein. Und dann findet ihr hier direkt rechts daneben einen Geist. Und wenn ihr den anspricht, kriegt ihr das Item. Das war der einzige, den ich schon hatte. Und jetzt machen wir den nächsten. Das nächste, da müsst ihr nach Cliffside. Hier. Lift. Kammer auf der Aufzugsseite. Und dann könnt ihr hier raus. Hier direkt rechts. Hier geht eine Tür rein und da habt ihr das Gemälde. Gemäldeprophezeiung. Oh. Was kannst du? Gar nichts. So, wenn ihr das habt, dann müsst ihr hier unten zur Kirche. Zur Pilgerkirche. Und dann ist der Künstler genau dahinter. Direkt hier an der Cliff, da ist er. Gucken, was er uns gibt. Kriegsfalkenasche. Cool. So, dann den nächsten. Hier oben an der Hütte des Künstlers. Also wenn ihr die Gnade hier habt, könnt ihr auch direkt die Gnade hier nehmen und von hier aus los. Hinterhaus Karia. Und dann einfach den Weg weiter runter. Ein Gegner hier vorbei. Natürlich trifft er mich. Und da ist er. Man kriegt hier eine ganz witzige Mütze. Kappe des jungen Gelehrten und Robe des jungen Gelehrten. Oh, und eine Larventräne. Das ist natürlich auch nice. Der nächste. Den findet ihr hier bei der Stadt Selia. Bei Stadt der Zauberer. Ich meine sogar, dass ich das auch schon habe. Wenn ihr hier seid, müsst ihr hier die Treppen hoch. Ich nehme mal kurz hier, dass ich. Obwohl, ich bleib mal so. Müsst ihr hier die Treppe hoch. Die Gegner könnt ihr im Prinzip ignorieren. Da müsst ihr hier rechts. Und dann ist hier links das Gemälde. Gemälde von Rotmähne. Und ich meine, das verrät's ja schon, wo wir jetzt den Artist finden werden. Das wird sehr wahrscheinlich bei Schloss Rotmähne sein. Also auf zu Schloss Rotmähne. Dafür geht ihr am besten zur Festung Faroth. Wenn man ein Video von letztens gesehen hat, der weiß auch genau, wo der ist, weil genau da sind wir vor ein paar Tagen hingegangen. Müssen hier wieder runter. Und dann wie hier wieder runter. Ich wette, ich kriege das diesmal nicht beim ersten Mal hin. So wie das letzte Mal. Na, schauen wir mal. Dann hier runter.
Hier runter. Hier runter. Dann hier runter. Vorsichtig. Dann müsst ihr auf das Pferd wechseln. Müssen wir dahin? Aua. Oh, 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 oh. Okay, haben wir geschafft. Und dann ist der Maler. Irgendwo hier. Da ist er. Und der gibt nämlich eine richtig, richtig geile Sache. Und zwar Kriegsasche-Pfeilhagel. Mega nice. Und den Typen könnt ihr einfach ignorieren. Habe ich beim letzten Mal besiegt, war richtig nutzlos. Das nächste Gemälde kann ich euch leider nicht zeigen, weil meine Hauptstadt ist in Asche. Ich versuche euch dafür was einzublenden jetzt, damit ihr wisst, wo ihr zu welchem Gemälde ihr müsst. Ja, schade, dass ich da nicht hinkomme. Habe ich denn wenigstens das Gemälde? Prophezeiung habe ich. Das ist das Gemälde, was ihr dann finden werdet. Das Gemälde Prophezeiung. Und jetzt schauen wir mal, wo es den Künstler dazu gibt. Und zwar ist der Künstler genau hier. Ich laufe da mal gerade hin. Wenn ihr das erste Mal hier hinkommt, dann müsst ihr einen Götterskalpen besiegen. Das solltet ihr aber hinbekommen. Und den Künstler findet ihr dann hier links neben dem Haus. Der Künstler wird hier sein. So. Für das nächste müssen wir in die Schattenburg. Nehmen wir hier runter und links. Wie gesagt, die Gegner könnt ihr einfach ignorieren, müsst ihr nicht unbedingt besiegen. Geht er hier weiter runter. Hier entlang. Hier drunter. Na. Na, lass mich rein. Komm ich da nochmal rein? Ich möchte hier rein. Ah, von hier aus. Geht hier rein. Hier hoch. Und da ist das Gemälde. Das Gemälde Lied des Helden. Für das nächste Gemälde. Ach, Gemälde hatten wir ja gar nicht. Er hatten wir ja gerade. Der Artist, den findet ihr am Wallpfad. Den nächsten Artist findet ihr am Wallpfad. Und zwar hier auf dem Gebäude. Der greift mich hier schon an. Ich bin ja gerade gelandet. Da müssen wir einmal da rum. Da mal hier rumlaufen. Hier ist voll das Gewitter. Da hinten war ich noch gar nicht. Da gehe ich gleich mal hin. Geht einfach hier hoch. Und dann ist da vorne der Artist. Ach du Scheiße, uralter Drache Land. Uah! Ich habe mit alles gerechnet, aber nicht damit. Ich kann sogar eine Mimik holen. Ja, das wird ein chilliger Fight.
Aber ich dachte, der Fight wird einfach. Das ist bisher ein bisschen schwierig. Aber die Waffe hier ist echt Gold wert. Aua. Na, viel hat er nicht mehr. Das war's. Lanza ex Glebe. Cool. Was sagst du? Lol, da liegt die letzte Träne. Die letzte Träne? Letzte Träne. Die letzte Träne. Ach, da meinst du, was ich mir eben markiert habe? Holen uns jetzt hier erstmal den Artist. Ach, für Flaschen-Upgrade. Okay, da ist der Artist. Mal gucken, was er gibt. Hafenbogen. Ah, das nächste Painting findet ihr in Castle Soll. Schloss Soll. Am besten von außerhalb, Haupttor. Könnt ihr einfach reingehen. Und dann links. An den Stacheln hier vorbei. Dann hier oben rechts. Da vorne links rein. Und die Treppe hier hoch. Ach, kann ich bitte die scheiß Treppe hoch? Hier lang. Oh, die Gegner nerven mich. Aua. Oh oh. Aua. Geh mal hier kurz auf Sicherheit hier hin. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Jetzt müssen wir den Weg hier irgendwie überleben. Überlebt. Den weg. Wo ist der andere hin? Hier, die Treppe müsste wieder runter. Und dann ist hier das Gemälde. Gemälde Zauberer. Also, und der Artist, der ist hier auf der Brücke. Da könnt ihr am besten von hier aus einfach lang hinlaufen. Wenn ihr das erste Mal hier seid, dann wundert euch nicht, hier werden ganz viele große Skelette rauskommen. Weil rechts an der Seite einer von diesen Pilgerfahrern ist, den müsst ihr besiegen. Aber wenn ihr den besiegt habt, dann könnt ihr einfach langlaufen. Und da vorne auf der Brücke ist dann der Künstler. Ja, diese Skelette kommen dann raus. Und der Artist ist... Da ist er. Ups. Einfach dran vorbeigelaufen. Das ist auch der letzte. Und der gibt Großkapuze. Oha. Das ist aber echt eine große Kapuze. Und das war's mit den ganzen Künstlern. Bis zum nächsten Mal.
Like das Video, abonniert den Kanal, bis zum nächsten Mal, haut rein.